Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum. Herzlich willkommen zu einer großen und hochaktuellen Frage heute Abend, die da lautet: Wie kreativ ist die künstliche Intelligenz? Und diese Frage möchte ich mit zwei fantastischen Herren vom Fach diskutieren. Zu meiner Rechten Holger Volland. Er ist nicht nur der Vizepräsident der Buchmesse in Frankfurt, die ja in diesen Tagen auch einigermaßen umkämpft ist, wie ich gerade von ihm gehört habe. Er hat drei verschiedene Buchmessen gewissermaßen parallel entwickelt, um jetzt eine digitale in diesem Herbst 2020 zur Aufführung zu bringen. Er ist außerdem der Erdenker und der Kurator von The Art Plus und er ist der Autor des vielbesprochenen und unglaublich viel gelesenen Buches Die kreative Macht der Maschinen. Herzlich willkommen in unserer Mitte. Vielen Dank. Zu seiner Rechten wiederum Dr. Wolfgang Hildesheim. Er ist Director IBM Watson Data Science and AI der Dachregion, was nicht weniger ist als Deutschland, Österreich und die Schweiz zusammen. Und er sagt mehr oder weniger bei allem, was Ihnen passiert, ist immer Watson vor und dahinter passiert eine ganze Menge. Er ist ganz tief im Thema KI/AI, wenn Sie es Englisch aussprechen wollen, drin. Und insofern haben wir, glaube ich, einen, ich will nicht sagen, ganzen Kosmos von Themen und Fragen, die wir heute diskutieren können. Einmal aus der Sicht der Kunst und der Kunstschaffenden und dann auch die Frage, was passiert eigentlich sonst mit KI in unserer Welt und auch in unserem Leben, was wir vielleicht so noch nicht wussten. Also, ganz herzlich willkommen hier im Raum und auch da draußen. Wir wollen auch später hier Ihre Fragen, die aus dem Raum kommen, im gebotenen Sicherheitsabstand natürlich mit reinnehmen. Ich komme später auf Sie zurück. Lieber Holger, Sie erlauben mir, dass ich ihn duze. Wir kennen uns lange, das wäre jetzt ein bisschen komisch, das nicht zu tun. Insofern, lieber Holger, meine erste Frage ist wirklich, wie kreativ ist die KI? Und wenn du dir das jetzt beantwortest, erzähl uns mal bitte, was du unter Kreativität verstehst, wenn du die Frage beantwortest. Ja, lieber Andrea, vielen Dank für diese Frage. Das ist die schwerste, die man überhaupt stellen kann, glaube ich. Wir werden heute Abend sicherlich uns ein bisschen annähern. Im Streit, aber auch im Gespräch. Und du hast vorhin die Buchmesse erwähnt und tatsächlich hatte ich das erste Mal mit kreativer künstlicher Intelligenz auch auf der Buchmesse zu tun. Es war vor 4 Jahren und vielleicht können wir das Bild zeigen, das mir damals begegnet ist. Ich stand am Abend vor der Messe in einer Messehalle und sah dieses Bild hier hinter mir. Das spielen wir jetzt mal ein. Genau. Könnte Ihnen vertraut vorkommen, womöglich? Könnte man vielleicht kennen, den Stil könnte man kennen. Es ist nämlich ein Rembrandt. Und ich hielt diesen Rembrandt in den Händen. Ich hatte noch nie einen Rembrandt vorher in den Händen gehalten. Normalerweise hängen die an der Wand und sind gut geschützt. Und guckte mir den so an. Wie, du hieltest ihn in den Händen? Entschuldigung. Es war ein Bild, ein ausgedrucktes Bild in einem Rahmen. Okay. Und ausgedruckt deshalb, weil dieser Rembrandt natürlich von Algorithmen ersonnen wurde und nicht von einem Menschen. Es war ein Projekt, das unter anderem von der ING DiBa, einer Konkurrenzbank quasi, mitentwickelt wurde, mit Technologieunternehmen und vor allem mit dem Rembrandt-Hus in Amsterdam. Und bei diesem Projekt ging es darum, Algorithmen beizubringen, so zu malen wie Rembrandt. So, und dann hielt ich also dieses Bild in der Hand und dachte mir, junger Mann, ich würde mal sagen so Mitte 20, da drauf. Der hat so leicht gerötete Wangen. Der war vielleicht gerade draußen, hat irgendwas gemacht, irgendwie gerannt, hat sich bewegt. Der hat so einen Hut auf, so einen Kragen. Was will uns der Maler damit sagen? Also welche Geschichte möchte uns der Maler damit erzählen? Und ich habe mich mit diesem Rembrandt beschäftigt und dachte mir dann, irgendwann bist du eigentlich total blöd. Du weißt ganz genau, dass dieses Bild von einer Maschine ersonnen wurde, dass da kein Maler sich Gedanken gemacht hat, was er ausdrücken möchte mit der Wangenfarbe und mit dem Hut und mit der Tracht, sondern dass eine Maschine, die hat einfach berechnet, wie könnte so eine Rembrandt-Figur aussehen. Und an dem Punkt wurde ich dann neugierig, weil ich selbst darauf reingefallen bin. Obwohl ich es wusste, habe ich angefangen, mich mit dieser Maschinenkreativität so zu beschäftigen, wie man es eben auch mit menschlicher Kreativität machten. Vielleicht können wir das nächste Bild zeigen. Auf diesem Weg der letzten Jahre, also ich habe dann ein Buch darüber geschrieben und auf diesem Weg gab es zwei wichtige Begleiter. Und hier rechts der Herr, das ist Professor Ahmed El-Gamal. Der hat unter anderem Algorithmen, ganz genau gesagt, einem GAN, einem Generative Adversarial Network, beigebracht, wie abstrakte, moderne Kunst funktioniert.
Und dieses Garn, das er anhand von Art Basel-Arbeiten trainiert hat, kann jetzt Arbeiten erzeugen, die so aussehen, als wären sie von modernen abstrakten Künstlern erschaffen. Und was Ahmed El-Gamal damit gemacht hat, ist noch interessant. Er hat das nämlich Leuten vorgelegt und hat gefragt, was gefällt dir besser, welche Arbeiten? Die Originalarbeiten oder hier diese KI-Arbeiten? Was glaubst du, welche Arbeit wird einen höheren Preis erzielen? Diese Arbeit oder jene Arbeit? Also er hat die Leute so abgefragt und interessanterweise haben diese KI-Arbeiten in ganz vielen Feldern, in ganz vielen Fällen gesiegt, hatten eine höhere Bewertung durch die Leute, haben ihnen besser gefallen. Vielleicht können wir da nachher drüber reden, woran das liegt, ne? Also woran es mathematisch auch liegen kann, dass den Leuten es besser gefällt. Vielleicht noch zum Abschluss der mittlere Herr, das ist auch ein langer Begleiter, das ist nämlich Matthias Röder von der Karajan-Stiftung. Und Matthias Röder hat gerade auch ein fantastisches Projekt gestartet. Er vollendet nämlich mittels künstlicher Intelligenz Beethovens Unvollendete. Und das funktioniert letztlich genauso wie mit Ahmed El-Gamals abstrakten Bildern. Die KI wird, oder die Algorithmen werden trainiert anhand der Beethoven-Komposition und lernen dadurch, wie hat Beethoven komponiert und machen es dann zu Ende. Wir werden, glaube ich, in diesem Jahr, ist noch die Uraufführung, wir werden es noch erleben, wie das so ankommt. Und vielleicht jetzt noch das dritte Bild. Auch darüber sollten wir reden, wenn wir über kreative künstliche Intelligenz reden. Wo finden wir die denn schon im Alltag? Das ist ja das eigentlich Spannende. Ne? Denn so ein Fake Rembrandt oder eine Fake Beethoven-Symphonie, das sind ja spannende künstlerische Projekte oder spannende Auseinandersetzungen mit dieser Technik. Aber interessant wird es, wenn diese Technik dann im Alltag ankommt. Und hier habe ich einfach mal einen Screenshot mitgebracht von verschiedenen KünstlerInnen, die wir bei Spotify unter anderem finden. Und diese KünstlerInnen, die gibt es gar nicht. Die gibt es gar nicht. Das sind Fake-Profile, deren Musik aber natürlich in den Playlists gespielt wird. Aber komplett von einer KI kreiert. Komplett. Komplett. Die Bilder auch? Bilder glaube ich nicht, nee. Okay, weil inzwischen aber, um dabei zu bleiben, eine KI wäre imstande, mit entsprechenden Trainingsdaten solche Bilder zu erzeugen, die genauso täuschend ähnlich Menschen abbilden. Ja, auch das kennen wir. Also wir sehen, dass Maschinenkreationen in ganz vielen Fällen schon in unserem Alltag, wie zum Beispiel hier in Spotify-Playlists vorkommen. Und natürlich stellt sich dann die Frage, wie gehen wir damit um? Ne? Fällt uns das auf? Ist uns das egal, wenn das so ist? Ist das vielleicht ein interessanter Markt? Ist das eine interessante künstlerische Entwicklung, über die wir hier reden? All das sind Fragen, die man da diskutieren kann. Zweifellos. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz, bevor ich an Sie abgebe, zu meiner Frage zurückkommen. Operierst du da mit dem Begriff, dass die KI an sich selbst kreativ ist? Weil wir reden jetzt mit dem Trainieren von Daten. Wir reden von einer KI, die auf der Basis von anderen Dingen etwas Neues schafft, aber regelbasiert. Vielleicht kannst du das noch kurz beantworten und dann... Gerne. Also ich scheue mich mittlerweile wirklich sehr davor, von kreativer KI zu reden. Es gibt sehr viele Anwendungen im kreativen Bereich, an denen KI beteiligt ist oder Algorithmen beteiligt sind. Wir werden auch gleich nochmal darauf eingehen, was denn eigentlich unter diesem Oberbegriff KI genauer zu verstehen ist. KI selbst, wenn man sich jetzt mal drei Definitionen anguckt, kann gar nicht kreativ sein. Also eine Definition ist die rechtliche. Ist das schützenswert, was künstliche Intelligenz macht? Und da gibt es eine ganz klare rechtliche Vorgaben, die sagen nein. Also rechtlich schützenswert im Sinne von Urheberrecht? Urheberrechtlich so wie bei Künstlern und Künstlerinnen? Nicht. Es ist nicht Copyright, weil ein Mensch beteiligt sein muss. Etwas, was von einer Maschine oder auch von einem Tier kommt, ist nicht urheberrechtlich schützbar. Die zweite Definition, die man sich angucken könnte, wäre eine psychologische Definition. Also was ist Kreativität im psychologischen Sinn? Das ist die Fähigkeit, etwas Neues und sehr Sinnvolles zu erstellen. Wir werden im Gespräch nochmal darauf zurückkommen, dass das, was da erstellt wird, natürlich sinnvoll ist, aber ich bezweifle, dass es immer so neu ist. Meistens ist es eben doch kopiert. Und die dritte Definition, vielleicht eine kognitionswissenschaftliche Definition. Und da geht es vor allem darum, dass Kreativität bedingt, dass man reflektieren kann. Dass man in der Lage ist, das, was man geschaffen hat, sich anzusehen, zu reflektieren und zu schauen,
wie ist das denn, wie wirkt das denn auf andere, wie wirkt das auf die Welt? Und bisher ist mir keine KI bekannt, die in der Lage ist, ihr eigenes Schaffen zu reflektieren. Und nach diesen drei Definitionen muss man eigentlich sagen, KI selbst kann nicht kreativ sein, aber wir können sehr wohl drauf reinfallen und glauben, dass es kreativ war. Bei der Frage möchte ich anfangen, Dr. Hildesheim. Und zwar, wie erklären Sie sich, du hast eben den Begriff der Mathematik reingebracht, wie erklären Sie sich, dass der Fake-Rembrandt, der KI-Rembrandt, unter Umständen vorgezogen wird dem echten? Also diese Untersuchungsergebnisse, dass man immer KI-Artefakte anderen Dingen gegenübergestellt hat. Wie erklären Sie sich das? Ich würde schon sagen, dass KI in dem Sinne kreativ ist. Und die Beispiele, die Herr Volland gezeigt hat, sind ja sehr beeindruckend. Auch der neue Rembrandt ist ja sehr schön. Man kann sie anschauen und ist inspiriert davon. Nur dürfen wir uns nicht von der Sprache täuschen lassen, wenn man sagt, KI malt den Rembrandt. Ich kann ja auch sagen, fragen, macht der Fotoapparat Bilder? Dann würde ich sagen, ja, aber eigentlich ist es der Fotograf, der mit dem Fotoapparat das Bild aufnimmt. Genauso kann ich sagen, der Synthesizer spielt aus seinem Gedächtnis und in der Loop Musik ab, aber eigentlich ist der Musiker, der das Werkzeug Synthesizer nimmt. Und so ist es ja eben auch hier, dass eben ein AI-Entwickler, ein AI-Team sich viel Mühe gegeben haben, viele intelligente, kreative, smarte Menschen. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, Rembrandt-ähnliche Bilder zu schaffen. Und das haben sie mustergültig gemacht. Insofern sind die Künstler dieses Bildes eben die Leute, die die AI gefüttert haben, die die richtigen Daten ausgewählt haben, die verschiedenen Rembrandts, die auch den richtigen Algorithmus ausgewählt haben, die richtige Auflösung, die richtig lang gerechnet, die an den richtigen Stellen optimiert. Und meistens hat man dann hunderte von verschiedenen Ergebnissen, muss das optimieren. Und dieser Prozess als Ganzes ist ein sehr künstlerischer Prozess. Und das ist natürlich das Ergebnis der Künstler hinter dem Computer, die AI, in dem Sinne ein Deep Learning Netzwerk, wir kommen ja drauf, dann richtig eben bedient haben. Bevor Sie jetzt tiefer reingucken ins System der KI, sind Sie, nochmal die Frage, sind Sie der Ansicht, dass wir uns alle stärker oder stark mit KI auseinandersetzen sollten, auch wenn wir nicht zur IT-Abteilung von IBM gehören? Und wenn ja, warum? Also künstliche Intelligenz ist ja ein weltweiter Megatrend, der die Art, wie wir leben, massiv verändern wird, der die Art, wie wir arbeiten, massiv ändern wird, der neue Produkte und Dienstleistungen möglich macht. Und all das ist, wenn wir es gut machen, auch gut. Das findet ja sehr schnell statt. Wenn man mal überlegt, vor 20 Jahren ist Google gegründet worden, heute googelt jeder jeden Tag. Vor knapp 10 Jahren das erste iPhone hier. Und heute verbringen die Jugendlichen Stunden. Also es ist ja eine massive Veränderung der Art, wie wir leben. Und natürlich ist hier auch viel KI dran. Und insofern ist KI als die Spitze der Digitalisierung etwas, mit dem wir alle als Gesellschaft lernen müssen, umzugehen. Aber es ist überhaupt kein Zweifel, dass dies eine der Kernfähigkeiten unseres Wohlstandes, unserer Zukunft, gerade in Deutschland ist. Wir kommen zu den Stichworten wie GAN, hast du vorhin aufgebracht, das General Adversary Network. Kannst du kaum aussprechen. Deep Learning etc. Wir wollen da nachher noch ein bisschen dran rumdefinieren. Aber seien Sie doch mal so lieb und nehmen uns ein bisschen zurück auf den Zahlenstrahl, wie die Sprunginnovation im Rahmen der KI vorangeschritten ist. Ja, also wir wollten ja den Zuschauern auch zeigen, wie diese Werkzeuge, die Herr Volland auch eingeführt hat und die dann Dinge machen, sich entwickelt haben. Hier sehen Sie eben Deep Blue, das erste Schachprogramm, was das erste Mal Schach gewonnen hat und gegen den Weltmeister Kasparov gewonnen hat. Ich weiß noch, ich habe damals Physik studiert in München. Es ist die Königsdisziplin des Menschen ist nicht möglich. Oder hier eben 2005 ein erstes Auto, was eben autonom durch die Wüste hier fährt, 131 Meilen, auch vollständig quasi, das ist Realtime mit viel Sensorik und Kameras obendrauf, sehr viel KI drin und dann hat sich das beschleunigt. Hier das, was ich auch mache, die Geburtsstunde von Watson, das ist der Computer in der Mitte, der eben das sehr beliebte Rätselspiel Jeopardy im amerikanischen Fernsehen gewonnen hat und Sie können sich das auf YouTube anschauen, wie diese beiden Weltmeister und Champion, die ja Millionäre geworden sind und sehr intelligent sind, Ken und Brett,
wie sie eigentlich hier verlieren. Und das Interessante an dem Bild ist das Gesicht vom Brett, der in dem Moment begreift, holy shit, das Spiel werde ich nie wieder gewinnen. Und das sind sehr, sehr komplizierte Fragen. Also ich habe es mir ja oft angehört und viele könnte ich auch nach langem Nachdenken gar nicht gewinnen. Also es ist erstaunlich, wie diese Sprachverarbeitung, Frage-Antwort hier funktioniert haben. Das war 2011. Aber darf ich noch mal ganz kurz dazwischen fragen? Die KI ist offensichtlich so erfolgreich trainiert, dass sie dieses ganze Wissen, das hat man ihr reingegeben. Sie weiß aber nicht, was sie antwortet, in Anführungsstrichen. Nein, sie weiß nicht, was sie antwortet. Auf der semantischen Ebene zu wissen, was man tut, in Anführungsstrichen, so, das knüpft dann das an, was du vorhin gesagt hast, das kann sie nicht in dem Stadium. Absolut. Mhm. Also sie ist semantisch gesehen, aus menschlicher Sicht, vollständig dumm. Intelligenz wird imitiert auf der ganzen Ebene, sowohl was die Worte betrifft, als auch die Frage, als auch die Stimme. Watson redet ja und spricht quasi in dem Sinne. Und sie hat also kein Bewusstsein, es fühlt sich nicht an. Sie hat keine Mutter gehabt, mit der sie geredet hat. Also, es gibt keinen Speicher, keine Emotionalität. Auch wie das, was ich da nicht reingegeben hat, ist nicht drin. Also die Semantik ist vollständig dumm, ähnlich wie der neue Rembrandt. Dieser Algorithmus weiß nicht, es ist ein junger Mann. All die ganze Geschichte, die sie erzählt haben, findet in uns statt, nicht in dem Algorithmus. Gut, lass uns mal weiter gucken. Ja, das war eigentlich der große Tipping Point 2016, auch in China. Ich war letztes Jahr lang in China und ganz China ist ja hellauf weg und begeistert mit KI, investiert ein 10-20-faches in KI, um dort hier weltführend zu werden. Es gibt in Shanghai eine Universität nur für KI mit Tausenden von Studenten. Und das alles ist losgegangen, als dieses uralte Spiel eben Go gewonnen wurde von einem Deep Learning Algorithmus. Das ist dieselbe Technik, wie Herr Volland vorgestellt hat, die eben aus seiner Kamera dieses sehr anspruchsvolle Spiel gelernt hat und eben dann auch gegen den Weltmeister da oben gewonnen hat. Mittlerweile gibt es eine Version, die noch weiter ist, die hat gegen sich selbst gespielt und die ist nochmal 100-mal schneller und besser geworden. Mhm. Das ist also ein sogenannter Tipping Point in der Geschichte der Menschheit gewesen, wo Deep Learning wirklich erkannt wird als eine Fähigkeit, die massiv intelligente Sachen machen kann. Eine Zwischenfrage an dich, Holger. Du hast in einem anderen Vortrag von einem Startup in China gesprochen, in das, ich weiß nicht, über 3 Milliarden Dollar oder dergleichen investiert worden sind, um mit KI zu arbeiten. Ein unglaublich, kannst du 3 Takte uns dazu erzählen? Ja, das ist eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so dramatisch viel. Vor 4 Jahren war es noch dramatisch viel. ByteDance ist das, die Mutter von TikTok. Mittlerweile in aller Munde durch TikTok. Und vor 4 Jahren wurde ByteDance eben mit massiven Investitionen gegründet, um mittels Algorithmen Inhalte zu kuratieren, so funktioniert TikTok, oder auch zu erstellen. Und das können Nachrichteninhalte genauso sein wie Social-Media-Posts, wie Musik, wie Texte, Bilder, was auch immer. Ja, und das beschreiben Sie auch sehr schön ja in Ihrem Buch, dass wenn man eben mit Content und Reden jetzt fälschen kann mit KI, das ist auch sehr gefährlich. Es gibt ja auch Videos, wo man Barack Obama zum Beispiel falsche Worte in den Mund legt und wenn dann der Präsident einfach real rüberkommt, aber er sagt Dinge, die hat er nie gesagt, ist das natürlich auch ein hohes Risiko. Insofern wird hier unsere Fähigkeit, diese Dinge auch reell und virtuell genau zu unterscheiden, sehr wichtig sein. Ja, es ist noch weiter hier gegangen. Wenn Sie mal ein weiteres Slide zeigen. Das neueste Projekt, auf das wir sehr, sehr stolz sind, ist das Projekt Debater. Und hier ist eben die KI nicht nur in der Lage, eben einfache Fragen zu beantworten, also Frage und Antwort, sondern wirklich mit einem zu diskutieren. Mein Sohn zum Beispiel hatte auf dem Gymnasium in Hamburg das Fach Debating. Das funktioniert so, dass man eben eine These kriegt. Hier in dem Fall Schutz wie Subsidized Preschool, soll ich Vorschule subventionieren? Und dann würde Herr Volland dafür diskutieren, Sie, Frau Thilo, dagegen. Und dann lernt man zu debattieren. Und das zeigen wir Ihnen jetzt mal in einem Video, wie das jetzt die Software mittlerweile sehr beeindrucken kann. Project Debater, a 4-minute introduction from Project Debater. Again, and Project Debater actually has a gender. She will be arguing. In der Mitte ist Debater. She will be arguing for the resolution we should subsidize preschool. Ladies and gentlemen, here we go, Project Debater.
Greetings, Harish. I have heard you hold the world record in debate competition wins against humans. But I suspect you've never debated a machine. Welcome to the future. I will argue that we should subsidize preschools. We are going to talk about financial issues, but not only about them. Ja, und wenn Sie sich das jetzt, das ist ein Wettbewerb gewesen, live gestreamt im Internet, anschauen, über eine Stunde, dann werden Sie sehen, wie beeindruckend die Maschine auch auf den Menschen eingeht und umgekehrt, dass das als ein wirkliches Debatte. Also wirklich in Realzeit. In Realzeit. Jetzt nicht mit Daten vorher gefüttert, die sie ausspuckt, sondern auf der Basis der Trainingsdaten vorher ist sie imstande. So ist es. Ganz wichtiger Punkt. Der Titel jetzt, um das diskutiert wird, haben sowohl die Maschine als auch eben der Mensch 15 Minuten vor Start bekommen. Also es waren nur 15 Minuten Zeit, auch für die Software, eben tausende von Sätzen zu indizieren, da Argumente rauszusuchen, dafür dagegen, dann ein Narrativ zu entwickeln, eine Strategie der Argumentation. Und wenn dann der Harish eben redet, Sie können sich das anhören, ein sehr, sehr smarter Typ, da muss natürlich die Maschine zuhören, die Audiowelle umsetzen in Text, den Text wieder in Argumente und dann raussuchen, was spricht dagegen und das dann wieder raussuchen, das nennen und dann aussprechen und dann wirkt es so, als würde er reden und das funktioniert schon beeindruckend. Bitte, Holger. Ja. Und sind in diesem Prozess irgendwann Menschen beteiligt? Also bei der Auswahl der richtigen Antwort? Nein, also in dem Moment, wo die Competition losgeht, nicht. Ja. Nein, nein. Und wir hören aber hier noch eine Sprache, die immer noch, ich will nicht sagen hölzern, technisch hölzern wirkt. Aber wie weit, Holger, vielleicht auch du dazu, wie weit sind inzwischen Sprachsysteme, die mit KI arbeiten? Es ist doch so, dass du die menschliche Stimme inklusive des Atmens und des Innehaltens und der Rhythmisierung von Sprache und also so zwischen menschliche Regung, das ist so perfekt inzwischen gemacht wird, dass man es nicht mehr unterscheiden kann. Ist doch soweit, oder? Absolut. Also einerseits kann man natürlich, man kann so ein bisschen tricksen. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht das Projekt von Google kennen, wo Google einen Friseurtermin ausmacht und dann besteht der Trick natürlich darin, dass diese Sprachausgabe, die baut dann so mit ein, also so kleine Geräusche, die wir Menschen machen, die überhaupt keinen Sinn machen natürlich für die Maschine, aber die uns dabei helfen, das Ganze als menschliche Sprache zu identifizieren. Ich würde fast behaupten, dass am Anfang dieser Einleitungssatz, bevor die Debatte losgeht, also you never debated against the machine, dieser erste Lacher, könnte ich mir fast vorstellen, dass der auch... Ja, das ist natürlich auch eingebaut und in gewisser Weise immer vorbereitet. Und also ich möchte die Erwartungshaltung auch deutlich mal dämpfen, weil wir bauen ja, ich habe ja das Glück, solche Systeme auch zu bauen zu dürfen und sich auszudenken. Und de facto ist die Software, die Technik doch viel, viel dümmer, als man denkt. Und das ist doch kompliziert. Ja, aber lass kompliziert, uns trotzdem mal kurz bleiben. Komplizierter und teurer, das zu entwickeln. Aber es klappt eben schon in so einem Kontext, dass es da dann bei einem Thema gut klappt. Ja, aber das finde ich schon interessant. Sie sagen einerseits, es ist dümmer. Auf der anderen Seite könnten wir uns doch aber alle eine Menge Einsatzgebiete vorstellen, wo unter Umständen auch Manipulationsmomente dadurch entstehen, weil man überhaupt nicht mehr entscheiden kann, sind das jetzt echte Nachrichten, gefakte Nachrichten. Also ist ja eigentlich alles möglich. Deswegen, wo sehen Sie da so ein bisschen Wohl und Wehe im Einsatz von diesen Systemen, bevor wir dann weitergehen in der Präsentation? Ja, Wohl und Wehe besteht ja da. Und ich bin ja auch Mitglied in der Kommission hier von der Bundesregierung zur Normierung von KI in Deutschland. Und ein ganz zentrales Thema, was dort diskutiert wird, ist die sogenannte Trustworthiness, also die Vertrauenswürdigkeit von KI, wie man es eben sicherstellen kann, dass man einem AI-Algorithmus trauen kann und dass man weiß, wie er funktioniert. Und da werden eben Kriterien festgelegt, wie ich das dann teste. Ist er robust? Kann ich den veräppeln quasi? Ist er transparent? Weiß ich, was er tut? Macht er faire Entscheidungen? Behandelt er Männer und Frauen gleich alt und jung? Ist er sicher IT? Es gibt 5, 6 Kriterien, die da festgelegt werden und wie auch in Deutschland zukünftig dann sowas ähnlich wie bei Lebensmitteln steht das dann draußen drauf. Ja, da ist also wenig Zucker drin und Bio ist gesund und hier aufgepasst. Das ist die Idee an der Sache und daran arbeiten wir und da will auch die Regierung weltweit führend werden und wir hier im Land.
Glaubst du, wir gehen, weil du auch viele Beispiele anführst zwischen USA, China und so weiter, wir sind ja gewissermaßen in der Mitte und nicht immer die schnellsten in Deutschland. Glaubst du, dass solche sowas wie die Ethikkommission für KI das wichtige und richtige Instrument ist, um KI wirklich auch in Bahnen zu lenken, um sinnvoll, trustworthy etc.? Absolut. Also ich glaube, dass wir in Deutschland und in Europa bei allem Nachholbedarf, den wir natürlich haben, vor allem was Investitionen angeht, sicherlich vor allem beim Thema verantwortungsvollem Einsatz von Technik punkten können. Ich meine, wir haben eine lange Historie an Technikfolgenabschätzungen in Deutschland. Und diese Disziplin, die es, ich glaube, seit 40 Jahren oder seit 50 Jahren ja mittlerweile gibt, dass die jetzt wieder auflebt und jetzt eben zum Beispiel zu solchen Fragestellungen führt, wie Sie sie jetzt gerade ausgeführt haben, das ist sicherlich ein großer Vorteil, den wir jetzt haben, den wir uns auch natürlich teuer erkaufen, indem wir nicht in die Anfänge der Technik investiert haben, denn die großen Unternehmen alle in den USA oder in China sitzen, aber eben nicht in Deutschland. Aber wir können sicherlich dazu beitragen, dass diese Technik eben verantwortungsvoll angewandt wird und transparent auch angewandt wird. Das würde ich jetzt noch als Argument hinzufügen zu dem, was Sie genannt haben, dass es natürlich auch immer darum geht zu sagen, Achtung, das, was du hier siehst, hörst, diese Entscheidung, mit der du gerade zu tun hast, wurde auf der Basis von folgenden Daten, von Algorithmen zum Beispiel getroffen. Noch eins kurz zur Transparenz. Es hat ein Werk gegeben, und dann machen wir gerne weiter. Es hat ein Werk gegeben, das bei Christie's versteigert worden ist für $423.000, sind ungefähr 380.000 Euro. Das war das erste komplett von der KI offensichtlich erzeugte Kunstwerk namens Bellamy oder so ähnlich. Belmont de Bellamy. Genau. Und Belmont de Bellamy. Ist das inzwischen, ist der Markt total in den Keller gegangen? Also war das damals ein wahnsinniger Hype und heute sind KI-Werke nicht. Also das war sicherlich auch ein Publicity-Stunt. Christie's wollte auch ganz gezielt ein Technologieprojekt im Programm haben. Und es ist bis heute ja nicht so ganz geklärt, wer dafür geboten hat und ob dieser Preis wirklich gerechtfertigt ist. Der Preis ist auf jeden Fall bezahlt worden für das erste bei Christie's versteigerte Werk, das behauptetermaßen von einer KI stammt. Interessant finde ich aber, dass in dem Moment, in dem diese Behauptung aufgestellt wird, dass dieses Werk zu 100% ohne menschliches Zutun von einer KI stammt, in diesem Moment ist das Werk aber eigentlich ja nichts mehr wert, weil es nicht mehr schützbar ist. Das heißt, eigentlich nur, es ist nur als Konzept etwas wert, es ist Konzeptkunst in diesem Fall. Das Bild selbst ist aber nicht schützbar. Da kann ich auf jede Tasse kleben und auf jede Bettwäsche. Okay. Genau, also das ist sicherlich interessant. Wenn man sich aber eher die Gebrauchskunst anguckt, also Gebrauchsmusik hatten wir vorhin schon als Beispiel. Es gibt mittlerweile die eine oder andere Agentur, die tatsächlich auch KI Artwork anbietet, das man dann eben nutzen kann, um damit CD-Cover und Buchcover und Restaurantkarten und was auch immer zu bespielen, ohne dass eben menschliche Urheber dafür entlohnt werden. Das ist das Geschäftsmodell an der Stelle. Glauben Sie, dass solche Geschäftsmodelle in Zukunft rasant weiter ansteigen werden? Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Ich glaube, dass das auch ein sehr machtvolles Tool ist, weil eben es ja auch ein statistisches Tool ist, da kommen wir ja gleich drauf, und insofern eine gewisse Art von Unschärfe und Verschwimmung und Korrelationen entstehen, jetzt im bildlichen Bereich zum Beispiel, wie beim Mensch beim Träumen, wo sich auch viele Dinge überlagern, scharf und unscharf, und das kann man eben mit Machine Learning und diesen probabilistischen Algorithmen sehr gut imitieren. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn Sie hier in Hamburg. Können Sie das nochmal konkret machen? Das bedeutet was? Das bedeutet, dass typischerweise deterministische Kunst wäre, wenn ich jetzt einen Pinsel habe und ich mache einen langen Strich, dann ist es ein langer Strich, dann ist es ein Strich. Ja. Einer hat es gemacht. Wenn ich eben so ein neuronales Netz habe und was den neuen Rembrandt gemalt hat, dann verschwimmen eben neue. Die Funktionen und die Nase verändert sich leicht und die Augen. Und so ist ja dieser Effekt entstanden, dass das Bild, sagen wir, zu 80% gleich ist in den Farben. Da hat man ja auch dran gedreht, dass die Farben gleich sind. Das Ganze drumherum, der Hut, die Krause.
aber eben an der Nase und an den Augen hat man eben gesagt, jetzt mach's mal leicht anders. Verstehe. Und dann diese Varianten, die sind eben sehr attraktiv für Künstler. Man sieht das interessanterweise an der Halskrause, an einigen Stellen auch. Also ein Mensch weiß natürlich, so eine Halskrause besteht aus Stofflagen, die so übereinander liegen. Das heißt, würde dann zum Beispiel auch diese feinen Ecken, diese Spitzen, würde man als menschliche Malerin natürlich ausarbeiten oder als Maler. Ja. Da die Maschine ja nicht weiß, dass es sich hier um Spitze handelt, sondern das sind einfach Farbflächen, gibt es hier so Artefakte, wo dann einfach aus der Entfernung sieht es aus wie eine Kragenecke, aus der Nähe verschwimmt das aber und sind einfach, ich würde mal sagen, das ist dann ein Quadrat mit 70% Weißanteil und 30% Grau- und Blauanteil. Und daran erkennt man dann eben auch, dass die Maschine da etwas gemacht hat, von dem sie keinen Sinn und Verstand hat. Weil sie natürlich nicht vorhat, da einen Kragen zu malen, sondern sie hat gemerkt, bei so einem normalen Rembrandt-Porträt sind halt hier so an dieser Stelle ziemlich hohe Weißanteile. Ah, verstehe. Okay. Ja, und das ist eben das Attraktive an dieser Technik. Das wird ja hier auch gezeigt, dass künstliche Intelligenz als Feld ist das Bemühen, eben intelligente Dinge nachzueifern. Das gibt es also seit 50, 60 Jahren. Und das Attraktive, eine der Attraktiven ist, dass diese Systeme eben lernen können. Je mehr ich da rein fütter, kann ich es auch verbessern, anpassen, in dem Sinne lernen. Und wenn diese neuronalen Netze immer tiefer werden, dann spricht man von dem Deep Learning, ähnlich wie im Gehirn, wo ich eben auch Neuronen habe, viele Schichten hintereinander. Sie beschreiben das ja auch so schön. Und dann kann ich eben wie der Mensch eben automatisch, wenn ich hier spreche, erkenne ich, ich sitze hier und hier ist die Flasche, die ist blau. Diese ganze Objekterkennung, das geht ja sehr schnell in Realtime in meinem. Da ist die Software jetzt dran, auch immer schneller in Videos solche Dinge. Vor 5 Jahren ging das noch gar nicht. Mittlerweile kann man sehr schnell Dinge in Videos erkennen und auch was es ist. Und die sogenannten Metadaten, was ich erkenne auf einem Foto zum Beispiel, kann man jetzt mittlerweile schon 2000 Dinge erkennen. Auch Dinge, die jetzt wir als Menschen nicht sofort jetzt sehen würden. Und das heißt, da bauen wir uns sehr machtvolle Tools mit diesem Deep Learning. Also dieses Deep Learning ist zum Beispiel maßgeblich, um autonomes Fahren zu ermöglichen, um die ganzen Einflüsse beispielsweise, die im Alltag auf ein Auto einströmen, der Ball, das Kind, die Oma und so weiter, der Wind, um das zu differenzieren so und zu lernen. Also, das könnte man hier im nächsten Slide auch nochmal sehen. Da wäre es ja nochmal aufgezeigt. Sie sprechen auch viel drüber, Herr Volland. Deep Learning ist eben orientiert, das nennt sich künstliche Artificial Neural Network, also künstliche neuronale Netze. Das ist ja ein typisches Neuron, von dem es eben Millionen, Abermillionen im Gehirn gibt. Ein menschliches Neuron. Ja, ein menschliches Neuron. Und die sind ja 10.000-fach vernetzt im Gehirn und haben auch viel komplizierte Art und Weisen, aber die kann man massiv vereinfachen durch solche Schichten und die Korrelation von solchen Punkten in einem Netz. Und deswegen spricht es das Rechte, eben ein künstliches neuronales Netz, was hier eben im Beispiel gezeigt, wenn es gut trainiert und gut gelernt hat, erkennt es diese Katze. Also dieser Classifier, den Sie da sehen, über 5 Ebenen, der würde am Ende sagen, ja, das ist eine Katze oder nein, das ist eine Katze. Und wo hat die KI noch Schwierigkeiten? Also die Katze erkennt sie, aber gibt es auch Beispiele, wo die KI stolpert? Ja, also da kann man auch schöne Vorträge drüber halten, dass man dann die Katze vielleicht bei Tag und bei Nacht nicht erkennt oder wenn dann erkennt, dann erkenne ich sie zum Beispiel von vorne und hinten. Dann gibt es Kinder, Stoffpuppen, die Katzen sind. Also man kann es immer weiter quasi ausdehnen, verwechselt es jetzt einen Tiger oder ein Panther mit einer Katze. Und da merkt man, wie machtvoll der Mensch ist. Und es ist sehr, sehr lange dauert, wirklich der Maschine beizubringen, dass es eine Katze ist, weil die eben letztendlich nicht richtig versteht semantisch das kleine Ding, wie süß es miaut, noch nicht miaut. Also es ist noch nicht so richtig multidimensional vernetzt. Und aber auch da nochmal nachgefragt. Ray Kurzweil hat ja den Begriff der Singularity sehr stark in unser Bewusstsein gebracht. Also den Zustand und den Moment, wo die Maschine uns in toto ebenbürtig ist. Ja? Also uns in die Tasche steckt. Glauben Sie daran? Glaubst du daran? Glaubt ihr daran, dass das der Fall sein wird, also auch mit den ganzen emotionalen Fragen, mit der Frage der Erinnerung, mit der Frage der Schlüsse aus etwas ziehen etc.? Also tatsächlich bin ich in den letzten 4 Jahren ich habe den Horizont deutlich verringert.
bei dem ich davon ausgehe, dass wir es mit Singularity zu tun haben werden. Und nicht deshalb, weil ich mich da so besonders gut auskenne, sondern weil ich natürlich extrem intensiv verfolge, was die Experten und Expertinnen weltweit zu diesem Thema sagen. Als ich das Buch damals geschrieben habe, war die Bandbreite von wann werden Maschinen so intelligent sein, also universell intelligent sein wie Menschen. Die Bandbreite ging von, naja, in 15 Jahren bis nie. Mittlerweile ist die Bandbreite deutlich geringer geworden von, naja, vielleicht in 5 Jahren bis zu in 30 Jahren. 2050. Und das finde ich schon interessant, dass mittlerweile die meisten Experten davon ausgehen, dass zumindest in absehbarer Zeit, weiß nicht, ob ich da noch leben werde, aber dass in absehbarer Zeit eine Maschine zumindest so tun kann, als sei sie universell intelligent, weil sie eben, weil wir die Rechenpower haben, weil wir die Daten haben, die dazu gebraucht werden, um sie zu trainieren und weil sie natürlich auch schnell genug reagieren kann. Also eben wie hier so ein Debater, dann eben auf so ein Gespräch reagieren kann. Der Debater kann nicht Auto fahren, ne? Der kann auch nicht atmen, der kann kein Lied singen, der kann keine Katze streicheln. Aber es ist natürlich vorstellbar, dass solche Systeme zusammengeschaltet werden und über das Netz verbunden sind und damit universell all diese Tätigkeiten ausführen können. Ne? Und wenn wir dann denken, dass Gefühle letztlich auch nur biochemische Prozesse sind, also wenn ich das weiterdenke, Fragezeichen, aber Sie, Dr. Hildesheim, was ist Ihre... Also ich mache das ja jeden Tag und bin deswegen ja viel kritischer und ich glaube, dass das sehr schwer wird und noch sehr, sehr lange dauern wird. Also was ist Singularity? Singularity wäre ja der Moment, wenn eine Maschine wirklich massiv intelligenter wird, wie der Mensch. Das nennt man die Singularity. Und wer das da mal einen sehr schönen Film schauen möchte, der heißt Ex Machina, wo eine sehr ästhetische Roboterfrau, die ist also programmiert worden, und da kommt der Turing-Tester, also der Turing-Test ist der Test, wo man testet, ob ich gucken kann, ist es eigentlich eine Maschine oder ein Mensch und so weiter. Und die Roboterfrau macht jetzt den Turing-Tester, verliebt in sich und die ist eingesperrt und letztendlich überzeugt sie ihn zu befreien. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, es geht dramatisch aus. Für den Menschen. Ein wunderbarer Film. In diesem Kontext dieser Debatte muss man sagen, nur genau das gibt es eben überhaupt nicht. Der Mensch ist ja viel, viel, viel komplizierter. Allein im Gehirn gibt es 20, 30 verschiedene Systeme und auch wir sind hormongesteuert, elektrisch gesteuert, Puls. Und wir brauchen nur 30 Watt, während für sowas braucht man die ganzen Rechenzentren. Also das wird noch sehr, sehr lange dauern, wahrscheinlich hunderte von Jahren, bis man irgendwie nur nahe kommt. Klar, wenn einzelne Fähigkeiten wie ein selbstfahrendes Auto, wie ein Schachspiel Go, da hat man ja heute Werkzeuge schon, die schon besser sind wie wir. Aber dieser gesunde Menschenverstand, das wird ja hier auf dem nächsten Slide auch gezeigt, wenn Sie das mal zeigen können. Da ist rechts eben die Superintelligenz, das ist die Singularity, da gibt es ja tolle Bücher von Nick Bostrom Hollywood, das ist alles Hollywood, das gibt es alles nicht. Auch die allgemeine, der gesunde Mensch, General Artificial, gibt es auch noch nicht. Das ist Philosophen, Hollywood und Journalismus. Das, was es gibt, sind Werkzeuge von Narrow Artificial Intelligence für bestimmte Fähigkeiten. Und da müssen wir aufpassen. Und wir sind leider schon in vielen Dingen sehr, sehr abgehängt von den Amerikanern und den Chinesen, dass wir hier aufholen, dabei bleiben und da führen sind in Deutschland. Weil das ist ein wichtiges Werkzeug. Mhm. Auch für Kunst. Ich weiß zum Beispiel von einem großen deutschen Autounternehmen, dass im Designprozess ganz stark künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Ich würde gerne von Ihnen beiden wissen, glauben Sie, dass durch künstliche Intelligenz auch im künstlerischen und kreativen Bereich viele Jobs wegfallen oder die Jobs eine neue Mensch-Maschine-Schnittstelle bedeuten, wo wir einfach andere Tätigkeiten tun, weil die Wiederholungstätigkeiten wegfallen, also die Reinzeichnung von früher und so weiter, das macht dann die KI. Was sind Ihre und eure Gedanken dazu? Also da kenne ich tatsächlich ein ganz konkretes Beispiel, in dem viele Jobs weggefallen sind. Ich habe mich mit bei einer Veranstaltung, wo wir beide auch waren, mit einer Hongkonger Werbefrau unterhalten, die eine Werbeagentur leitet. Und diese Werbeagentur ist spezialisiert auf Bannerwerbung, also auf verschiedene Formen der Online-Werbung. Und mittlerweile werden fast alle Werbeformen, die diese Agentur verkauft, von Algorithmen zusammengestellt. Die Bilder, die Texte,
wenn es Bewegtbild ist, Bewegtbild, Musik unterlegt und so weiter. All das stammt nicht mehr von menschlichen Kreativen, sondern all das stammt, weil es personalisierte Werbung ist. Und es ging ja gar nicht mehr anders, dass Andrea Thilo am Freitagabend um 19 Uhr genau deine, kriegst du deine Anzeige. Das könnte ja kein Mensch machen im Hintergrund. Und dort sind natürlich ganz viele Jobs weggefallen, die früher, als man eben nicht personalisierte Werbung gemacht hat, dann zum Beispiel eben Reinzeichner oder Grafiker oder Designer gemacht haben. Das sind jetzt nicht die kreativsten und die tollsten und die begehrtesten Jobs in Werbeagenturen, muss man schon sagen. Aber es sind Jobs in Werbeagenturen gewesen. Und an diesem Feld sieht man sehr schön, wie jetzt in einem Gebrauchsbereich von Gestaltung sich natürlich auch der Arbeitsmarkt deutlich verändert. Als vor 100 und 150 Jahren die Elektrizität erfunden wurde, gab es den Streik der Nachtwächter. Und da gab es sehr, sehr viele Leute, die rumgegangen sind, die Gaslaternen und Kerzen angezündet haben. War ja ein sehr wichtiger Job. Und die haben natürlich durch die Elektrifizierung der Straßenlaternen ihre Jobs verloren. Trotzdem hat sich Elektrizität durchgesetzt und ist heute das Herzstück eigentlich von unserem ganzen Gemeinwesen. Und AI wird auf die, ist die moderne Elektrizität. Das wird in allen Produkten, in allen Dienstleistungen, in allem wird es drin sein. Und wenn wir das gut machen, kann auch unser Leben deutlich produktiver werden, weil die Anzahl der Menschen ist ja beschränkt. Und wenn wir mehr und schicker und besser leben wollen, müssen wir produktiver werden und auch bequemer. Viele vergessen auch, dass auch in diesem Land ja viele, viele Jobs gibt, die man nicht unbedingt machen möchte. Ich will mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel die Müll sortieren, wenn der Müll, Restmüll da ausgekippt wird, dann sozusagen Metall, Plastik, Steine und so weiter und so fort. Und das kann eben eine Bilderkennung, eine Maschine blitzschnell und es ist ressourcenschonend und bio- und ökologisch genau das, was wir wollen. Und in die Richtung müssen wir gehen, dass wir eben relevante, sinnvolle Dinge mit diesem neuen Werkzeug machen. Es gibt aber auch natürlich interessante Gegenbeispiele, ne? Wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, wie im Lager von eines großen Versandhandels gearbeitet wird, dann sieht man, dass die Jobs, die Menschen dort machen, eigentlich nur noch die dummen Zulieferjobs sind, nämlich durch die Regale gehen und mit ihren sehr guten Händen dann eben die Produkte in Schüsseln legen. Und die kognitiv anspruchsvolleren Jobs, nämlich zu überlegen, wie muss die Logistik all dieses Lagers aufgebaut sein, wer bekommt was wann, welche Produkte müssen wir nachbestellen und so weiter. Das machen die Maschinen. Das heißt, an der Stelle sehen wir, dass sich der Arbeitsmarkt natürlich an bestimmten Stellen auch komplett verändert. Also es entsteht ja auch neues Prekariat an bestimmten Stellen. Genau, das Prekariat. Also die Menschen sind die besseren und billigen Arbeitskräfte, die von den Maschinen. Das sehen wir auch bei den Lieferdiensten und das sehen wir natürlich auch mittlerweile bei Mietwagenflotten, wo Menschen einfach die ausführende Hand sind noch und die Maschine die steuernde Kraft dahinter. Ne? Glauben Sie? Aber darf ich sagen, mal bitte was gerne. Zu sagen, weil ich habe gerade durch Zufall vor 3 Tagen ein Meetup zu Logistik und AI gemacht. Können Sie auch auf YouTube sich anschauen. Und ich war auch mal in seinem Hochlager. Und natürlich stimmt es zum Teil, was Sie sagen, dass man aufpassen muss, dass der Mensch eben im Mittelpunkt bleibt. Aber ob man das unbedingt, die sind ja riesige Lager, ob sie da wirklich alleine rumrennen wollen mit den schweren Teilen, bezweifle ich. Und eben das Attraktive ist eben auch die Dinge zusammen zu, dass die Disposition eben das rauszunehmen, in der Pakete zu packen, das können die Maschinen nicht. Na, das machen die Menschen dann eben. Ne? Und ich glaube, dass man das so ein lernender Prozess ist, dass Mensch und Maschine zusammen ein besseres Team sind und happier und vor allem der Mensch im Zentrum natürlich ist, dass er glücklicher und gesünder ist. Das eben sich auszudenken, das ist eigentlich das Entscheidende, dass es keine kritischen Nebeneffekte hat. Aber nochmal kurz zur Mensch-Maschine-Frage. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es bei YouTube so, ich bekomme was angeboten und dann schickt mir der Algorithmus immer weitere, ich glaube man nennt es exaltiertere Versionen, also im Sinne von Excitement, dass ich immer aufgeregter werde und irgendwann am Schluss bin ich bei ganz furchtbaren Darstellungen, die kaum noch zu ertragen sind. Ich übertreibe jetzt bewusst etwas. Das sind ja offensichtlich Entwicklungen, wo auch der Gesetzgeber zum Teil eingreift und sagt, das geht so nicht, das ist nicht in Ordnung. Also, weil Sie gerade gesagt haben, Attraktivität, ja, und dass Mensch und Maschine gut ineinander greifen. Das sind doch Entwicklungen, die wir nicht gutheißen können, oder?
Ja gut, an dieser Stelle ist ehrlicherweise nicht der Maschine der Vorwurf zu machen, sondern dem Geschäftsmodell von YouTube. Mhm. Das Geschäftsmodell von YouTube sieht vor, dass das Unternehmen dann viel Geld verdient, genau, wenn sich Menschen sehr lange auf der Plattform aufhalten. Die Maschine, die KI, ist nur das Mittel, das dazu verwendet wird, um eben dann durch immer weiter oder immer aufregendere Videos zum Beispiel dafür zu sorgen, dass wir dann bei der Stange bleiben und uns das angucken. Ne? Das heißt, an dieser Stelle ist eigentlich weniger die Technik das Problem, sondern was wir uns angucken müssen, sind eben die Geschäftsmodelle in der sogenannten Aufmerksamkeitsökonomie, die ja darauf basieren, dass ein Unternehmen eben dann besonders viel Geld verdient, wenn es maximal viel unserer Zeit bindet. Ja? Und, aber auch da sehen wir Entwicklungen. Ne? Das, was Menschen vor 5 Jahren noch gerne getan haben, machen sie heute eben nicht mehr. Mhm. Und es gibt ganz viele Leute, die dann einfach den Switch umstellen und sagen, bitte nicht das nächste Video automatisch wieder anzeigen. Ich suche mir das wieder selber raus, was ich als nächstes angucken möchte. Brauchen wir eine stärkere, wie soll ich das nennen, Mündigung, ein Mündigmachen von Menschen in unserem Land, Bürgerinnen und Bürgern und auch jungen Menschen, genau diese Entscheidungen treffen zu können auf der Basis von guter Information, um sinnvolle Entscheidungen für sich selbst zu treffen? Ja, also dem würde ich voll und ganz zustimmen. Das ist aber für alle digitalen Dinge der Fall, nicht nur für KI, sondern die Zeit, die jetzt junge Leute vom Fernseher sitzen oder vom Videospiel, die ist ja enorm, oder eben auch alle Menschen mit den Smartphones. Da muss eben Mündigkeit und ein digitaler Führerschein in gewisser Weise eben in die Schulen einziehen, dass man weniger Zeit damit verbringt und spürt, dass wenn ich mich bewege, Sport mache, bin ich gesünder, ja. Dass also die Zeit reduziert wird, gleichzeitig auch eine Kritikalität muss da sein, dass ich Schrott, automatisch erzeugten Schrott erkenne, ja, und eben auch sage, damit will ich jetzt mein Leben nicht vergiften, sondern will eben mit hoher Qualität mich, genauso wie ich mich mit hoher Qualität ernähre, will ich eben mich mit hoher Qualität eben auch unterhalten und Dinge lernen. Und da sind wir am Anfang und wir werden durch Fehler lernen. Noch eine Frage und dann, vielleicht haben Sie ein paar Fragen an uns. Noch eine Frage. Ich will das Thema jetzt nicht ausdehnen. Wir kommen von der Kreativität und künstlicher Intelligenz. Aber wenn wir uns das Drama von digitaler Infrastruktur in Deutschland angucken und Sie sagen beide, du sagst es, Sie sagen es auch, letztlich der Wettbewerb zwischen USA und China, wie wollen wir den denn gewinnen? Ich habe gerade in Schulen arbeiten dürfen. Wir konnten keine WLAN-stabile herstellen, um Zoom-Konferenzen zu machen. Das war unfassbar. Also wie soll das gehen? Ja? Den internationalen Wettbewerb mit KI mitspielen bei der Basis, die wir in Deutschland haben? Ich glaube, das ist einfach unser Dilemma, dass es nicht mehr nur den einfachen Weg gibt. Es ist ja nicht nur so, dass uns die Unternehmen fehlen, sondern unsere Schulen sind falsch ausgestattet. Wir haben teilweise Studiengänge, die überhaupt nicht den Anforderungen entsprechen, die in Unternehmen gebraucht werden. Wir sehen, dass Hunderttausende von Stellen in Technologieunternehmen, die in Deutschland sind, nicht besetzt werden können, weil hier die Fachkräfte dafür fehlen. Also es gibt so viele Ansatzpunkte an dieser Stelle, dass es gut ist, wenn wir diese Debatte extrem breit führen. Und das knüpft dann an deiner Frage von davor an. Es ist absolut notwendig, dass jede und jeder von uns sich mit diesem Thema Digitalisierung so auseinandersetzt, als ob es unser Hauptberuf wäre, ja? Als ob es Elektrizität wäre. Wir haben alle gelernt irgendwann als Kinder, dass man nicht in eine Steckdose reinlangt. Und Ähnliches müssen wir jetzt natürlich auch in anderen digitalen Anwendungsfeldern lernen. Ich finde mal ein tolles Beispiel, dass sich Leute die Wohnung zuballern mit Staubsaugerrobotern, smarten Glühlampen, Alexas hier und Siris dort. Und die Wohnung ist hochgerüstet zu einem IT-Universum, aber es fehlt halt leider die IT-Abteilung, die das managt. Weil die Glühbirne habe ich mir beim Discounter mal irgendwann gekauft, habe leider nicht darauf geachtet, dass die Software von dieser Glühbirne vielleicht auch irgendwann mal abgedatet werden müsste. Der Staubsaugerroboter schickt Fotos von meiner Wohnung gigabyteweise in sein Heimatland und so weiter und so fort. Also sprich, wir müssen wirklich lernen, mit Technologie umzugehen und sie nicht nur einfach nur anzuwenden, sondern auch zu wissen, was steckt dahinter, welche Möglichkeiten, aber auch welche Herausforderungen gibt es in der Anwendung. Ne? Das bringt mich noch zu einer anderen Frage. Ich hatte gerade ein Podium mit einem
Professoren der Potsdamer Universität. Und der sagte, wissen Sie was, wir können inzwischen schon durch den Strommessung in diesen Homes, können wir in unseren Häusern, können wir feststellen, welche Maschine sie haben und wir können wissen, welches Programm sie Fernsehen gucken. Wo ich dachte, das kann durch die Strommessung. Also es war ein hochdekorierter Professor. Ich glaube nicht, dass er mit Fake News unterwegs war. Bringt mich aber noch zu einer letzten Frage und dann würde ich gerne öffnen. Daten als Währung. Ist es nicht wahnsinnig wichtig, dass wir Daten als Währung selber begreifen und sagen, das will ich rausgeben, die Daten, die ich dir gebe für Medizin oder sowas, kosten XYZ, wenn du sie von mir kriegst, also dass wir da auch mündig werden? Ja und nein. Also ja, in dem Sinne, dass wir wollen ja in Europa unsere Werte, dass das Individuum im Mittelpunkt steht und frei ist und unsere Demokratie, freie Marktwirtschaft schützen. Und da ist ja ein erster Schritt, die Europäische Datenschutzgrundverordnung, ein Gesetz, das es ja jetzt gibt seit einigen Zeiten, GDPR auf Englisch, ein wesentlicher Schritt gewesen, wo in Daten in Europa verwaltet werden müssen und gehalten, dass ich zum Beispiel sagen kann, die sollen jetzt gelöscht werden oder dass ich ein Recht habe als Wolfgang Hildesheim, davon, was jetzt die Firma über mich eben gespeichert und wenn es mir nicht gefällt, dann auch löschen. Mhm. Das ist ja ganz anders, als China das macht und auch die USA. Und hier haben wir eine klare andere Kultur, Daten zu schützen. In China, als ich war, bin ja einmal testweise rot über die Ampel gegangen. Dann wird man fotografiert, dann sehe ich mein Gesicht oben an der Ampel. Wäre ich jetzt Chinese, hätte ich sofort das Protokoll gehabt und gesagt, dann würde da oben stehen, Wolfgang, das tut man nicht. Das wird da anders gelebt und die finden es in gewisser Weise auch gut, ja, dass man eben sich an Regeln hält. Wir empfinden das als Überwachungsstaat. Insofern ist das, um dir auf die Frage zu kommen, ja, das ist wichtig und das ist ein erster guter Schritt. Leider erstickt der Datenschutz, der Patientenschutz in vielen auch unseren. Wir haben ja eins der besten Gesundheitssysteme der Welt mit vielen teuren Maschinen, aber die Röntgen, MRTs und die ganzen Maschinen, diese ganzen Bilder werden nicht zur Forschung verwendet. Mhm. Ich bin dieses Jahr zweimal geröntgt worden und diese Bilder landen in der Mülltonne. Als ich in Shanghai war, wird jedes einzelne Bild wird sofort in eine AI-Schranke gegeben und trainiert. Du bist also anonymisiert? Ja, der sagt, Bruch, Oberschenkel, Fraktur links, Mann, das und das Alter. Und dann hat die Maschine das gelernt. Nicht? Und wenn wir da nicht aufpassen und Gas geben, werden wir eben in einigen Jahren ein großer Teil der Medizin kommt dann aus China und Indien. Wir sind da vollständig abgehängt. Die großen Konferenzen finden ohne Europäer statt. Da sind die Inder und Chinesen viel, viel weiter. Und deshalb gilt es, wir haben ja auch die erste Schlacht im Internet, die Suchmaschine haben wir verloren, den Shop verloren, Social Media. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Stärken stärker machen in Deutschland, als sie da wären, eben unser Maschinenbau, die tollen Ingenieurprodukte. Und die ans Internet anzuschließen, nennt man der Industrie 4.0. Und das dann zu verarbeiten und Services zu machen, das ist eben industrielles KI und all die Dinge, die wir gezeigt haben, spielen. Und wenn wir diese, sagen wir mal, Schlacht in dem Sinne gewinnen und damit vorne mitmachen, dann wird es weiterhin schöne Museen und viel Wohlstand geben. Ansonsten werden wir fortschreitend große Probleme haben. Ich muss an der Stelle doch noch ganz kurz noch mal einhaken. Weil Sie das Thema Datenschutz jetzt angesprochen haben. Es geht ja nicht nur um Datenschutz, es geht ja auch um ein anderes Verständnis davon, wem Daten gehören, also Datenbesitz. Und bislang gehen wir ja davon aus, dass Daten dem gehören, der sie erhebt, also in der Regel den Unternehmen. Und ich glaube, das zu drehen, und da sind wir momentan ja in Europa dabei, auch zu überlegen, wie kann man Cloud-Lösungen zum Beispiel so anbieten, dass die Daten den Benutzerinnen gehören und eben nicht den Unternehmen. Ja? Wie kann man dafür sorgen, dass ein Social Network eher ein Protokoll ist als eine Plattform, sodass ich eben meine Daten dann von dem einen Netzwerk mitnehme in ein anderes Netzwerk, was mir zum Beispiel besser gefällt, politisch gesehen oder was auch immer. Genau. Und das wird aber eine große Herausforderung, weil alle großen Unternehmen, die wir heute Abend auch schon ein paar Mal angesprochen haben, nur so groß und reich geworden sind, weil sie die Daten ihrer Nutzer so benutzen, als ob sie den Unternehmen gehören und nicht den Benutzern. Das heißt, es ist für mich auch noch gar nicht ausgemacht, ob diese Schlacht schon geschlagen ist oder ob nicht dann, wenn wir das Ganze eben auf den Kopf drehen und sagen, die Daten gehören den Nutzern,
auch ganz neue Geschäftsmodelle. Und deswegen zum Beispiel bei denen die Großen unser, nicht mehr Team, mitspielen unser Team, wir sind ja sehr bekannt dafür und investieren massiv, dass man eben Private Cloud hat. Also genau das, was Sie beschreiben, können Sie machen, dass die, Ihre Cloud bei der Buchmesse in Frankfurt im Keller steht und alles, was da erhoben wird, gehört Ihnen und hat aber trotzdem die gleichen schicken KI-Fähigkeiten wie die öffentlichen Clouds. Und das ist eine große Chance auch für Deutschland, wo wir eben uns bemühen, dass es eben öffentliche, private Clouds gibt für die Städte, auch die Regierung, weil wir damit auch unser Sozialwesen könnten wir exportieren. Wir könnten zum Beispiel, das ist eins der meist kopierten Gesetze, ist das BGB, Deutsche Bürgerliche Gesetzbuch. Man könnte da einen Assistenten draufbauen und der erklärt das und dann exportieren wir diese Gesetzgebung in alle afrikanischen Staaten zum Beispiel. Und, da habe ich sofort Kolonialvorstellung. Also, aber da beneiden uns ja sehr, sehr viele Menschen drüber, um die Art, wie wir leben, wie wir unser öffentliches System, wie wir einen Personalausweis beantragen und. Wenn wir das eben gut machen, dann könnte man das auch als Stärke nehmen, um wieder auch Dinge zu exportieren. Ich würde mich jetzt freuen, wenn wir noch einmal netterweise den einen und den anderen Rembrandt zurückrichten als Bild und auf dem Hintergrund von dieser Matrize. Vielleicht gibt es noch ein paar Fragen oder ko-kreative Gedanken oder, ja, bitte. Aber wir haben sogar ein Mikro und wir haben ein Mikro, das wir desinfiziert, also verschiedene Mikros weitergeben. Ja. Ich würde gerne noch mal auf diesen Konflikt zwischen den USA und China zu sprechen kommen. Das ist ja ein Thema, was uns jetzt ja unabhängig von KI sehr bewegt. Ich habe verstanden, dass Europa da nicht mithalten kann, würde aber trotzdem gerne wissen, ob Sie die Qualität des Fortschritts in den beiden Ländern oder in den beiden Regionen als gleich ansehen oder wenn nicht, wo die Unterschiede liegen. Ob China beispielsweise zunächst KI einsetzt, um die Überwachung der eigenen Bevölkerung voranzubringen, während vielleicht die USA mit einem anderen Schwerpunkt ihre KI weiterentwickeln. Vielleicht gebe ich die einfache Antwort und Sie dann die komplizierte. Die einfache Antwort ist, China konnte deshalb so schnell in diesem Feld wachsen, weil Daten einfach universell verwendet wurden von vornherein und es diese Privatheit sowohl des einzelnen Menschen als auch des Unternehmens, das diese Daten erhoben hat, gar nicht gab, sondern die Daten einfach für alle zur Verfügung standen und damit natürlich der Datenpool immens groß war, auf dessen Basis man Entwicklungen vorantreiben konnte. In den USA war es anders, da war es Marktwirtschaft, pure, reine Marktwirtschaft, die dafür gesorgt hat, dass Unternehmen sehr schnell eben wachsen konnten und sehr schnell dann eben sich diese Datenpools aufbauen konnten. Und das waren meines Erachtens die einfachen Treiber der jeweiligen Fortschritte in den beiden Ländern. Vielleicht nochmal, damit es nicht ganz so triste ist zu sagen, es gibt schon Bereiche, wo wir in Deutschland und Europa sehr führend sind. Eben, ich sagte es ja, Industrie 4.0, auch Robotersteuerung, kollaboratives Lernen von Robotern, TU München. Und in der Forschung, es gibt verschiedenste Forschungsfelder, wo wir absolut top sind. Und wenn Sie dann gucken, neben den Unis, wer da seine, daneben haben Sie dann die gleichen großen amerikanischen Firmen, die auch wieder ihr Büro daneben aufmachen. Also wir müssen aufpassen, dass wir unsere eigene Top-Forschung auch in die eigenen Produkte umsetzen, um eben diese Stärken zu stärken, die wir haben. Und ansonsten stimme ich eben, Sie fragten ja danach, wo ist der Unterschied zwischen USA und China? Ist es genauso, wie Herr Volland sagt, dass China ja sehr massiv, sehr zentral, zum Beispiel im Shanghai Data Processing Center, ist mit eines der größten Rechenzentren der Welt. Da wird alles gesammelt, jede Ampel, jedes Handy mit WeChat wird ja praktisch nur Papier und geldlos bezahlt. Also Sie können ein Profil eines Menschen, jetzt, ich bin heute Morgen in Hamburg losgefahren, dann habe ich die Zugfahrkarte gekauft, dann Taxi bezahlt, dann ein Hotel. Ich habe mit 20 Leuten telefoniert und Sie würden, wenn Sie das alles da jetzt von mir sehen, natürlich ein sehr, sehr hohes Profil über mich haben, was ich mache, wer ich bin, in einem Tag. Nicht? Und in die Richtung geht es auf jeden Fall in China. Mit allen Vor- und Nachteilen. Man kann natürlich auch sehr, sehr tolle Service damit bauen, aber eben auch überwachen, wie Sie sagen. Und in den USA, denke ich, ist der Schwerpunkt in der Richtung dieser B2C, dass eben an große Firmen an Konsumenten bestimmte Dinge anbieten. Und da wird man immer weiterarbeiten und das immer
Sie sehen ja, die vier größten US-Firmen haben ja einen Börsenwert mittlerweile, der ein Vielfaches des ganzen DAX ist. Also es gibt ja massive Verzerrungen hier, die quasi existenzbedrohend sind für ganze Volkswirtschaften. Wenn man da nicht auch aufpasst, dass mit diesen Verzerrungen nicht praktisch die ganze Welt aufgekauft wird. Also es gibt da schon massive Effekte. Aber eben im industriellen Sektor sollten wir unsere Stärken stärken und auch unsere Kunst eben weiter verbreitern, verschönern und iterieren. Vielleicht und noch ganz kurz eine Nachfrage dazu oder zwei. Die eine Frage ist, glauben Sie denn, wir werden ein freies Internet behalten, das global ist? Wir kennen den Kampf von Trump gegen TikTok und so weiter. Oder glauben Sie, da wird sich was aufspalten und wir werden immer mehr erleben, so protektionistische auch Versuche im digitalen Raum? Also wir hatten schon viele, viele Jahre kein freies Internet mehr. Wenn man sich anschaut, wie viele Länder Zugangssperren, Inhalte zensieren, Inhalte kuratieren, protektionistische wirtschaftliche Aktivitäten starten, um eigene Firmen zu bevorzugen und so weiter, dann sehen wir, dass die letzten 10, 15 Jahre des kommerziellen Internets eigentlich schon gar nicht mehr frei waren und auch gar nicht mehr universell waren. Und das ist übrigens eine Sache, auf die wir in Deutschland wirklich total stolz sein können. Ich glaube, wir gehören zu den Top 3 Ländern der letzten Jahre, was freien Zugang zu Informationen und was wirklich universell freies Internet angeht. Und was sind die anderen zwei Nationen? Wahrscheinlich Kanada und Skandinavien irgendwo. Schweden, ja. Mhm. Also es gibt da natürlich unterschiedliche Untersuchungen und Betrachtungen, aber dieses freie Internet, das gibt es schon lange nicht mehr. Wir hatten, glaube ich, noch eine Frage. Oder ja, nochmal. Ja, Ausgangspunkt für unser Thema heute Abend ist ja MIA, ein Pilotprojekt, das wir hier im Palais Populaire anlässlich unserer aktuellen Ausstellung Time Present mit Fotografien aus der Sammlung der Deutschen Bank zeigen. Und wir haben es im Juni gestartet, etwas später als eigentlich gedacht, ob der aktuellen Situation zu Corona. Und im Prinzip haben wir eben gemeinsam mit IBM jetzt seit über 2 Jahren an dieser künstlichen Intelligenz gearbeitet. Und wir haben künstliche Intelligenz, im Prinzip eine Form von Watson, aber da können Sie gleich bitte noch einmal das vielleicht noch einmal viel besser erklären, auf Kreativität, nämlich auf 9 Fotografien, die von Künstlern geschaffen worden sind, losgelassen. Und daraus ist eben MIA, der Museum Intelligent Assistant, entstanden. Und unsere Besucher können über die App mit MIA chatten und MIA zu diesen 9 Werken befragen und sie bekommen Antworten. Wir hatten ja vorhin so eine ganz sehr aufschlussreiche Grafik noch einmal, wo künstliche Intelligenz jetzt schon angesiedelt ist, für welche Gebiete. Alles, was ich mitbekommen habe, und ich bin wirklich kein Experte, war, dass es sehr herausfordernd war, sozusagen MIA bzw. Watson an diese kreativen Werke heranzuführen. Insofern die Frage noch mal an Sie, vor allem natürlich an Sie, Herrn Dr. Hildebrand. Was ist das Herausfordernde, eine künstliche Intelligenz auf ein kreatives Werk loszulassen? Aha. Ja, erstmal ist es ja so, dass Sie hier im Palais Populaire damit einen Weg gehen in die neue Vermittlung von Kunst, dass der Benutzer eben nicht nur den Kopfhörer kriegt und dann sagt Bild 1 und dann muss ich anhören, was da aufgenommen ist, sondern er kann quasi mit dem Kunstwerk sprechen. Und wenn es gut klappt, eben verschiedene Themen und Fragen stellen und Antworten bekommen. Und wenn man es gut macht, dann auch lernt der MIA-Assistent, was die Zuschauer interessiert. Und es wird immer kompletter. Also das Kunstwerk, das Verständnis, auch im Besuch, die Vermittlung, das verändert sich durch solche Assistenten. Und weil eben die Software, wir besprachen das ja eben, semantisch noch nicht so schlau ist, dauert das eben eine gewisse Zeit, ihm das alles beizubringen, was jetzt auf so einem Bild jetzt, da könnte ja jeder Mensch jetzt hunderte von Themen haben, was ihn interessiert, ja. Die Augen, die Nase, die Farben, die Form, der Pinselstrich. Und da sind natürlich sehr viele Themen und das müssen Sie der MIA dann ja beibringen. Aber das darf ich nochmal, achso, Entschuldigung.
Das heißt, wenn ich jetzt Mia frage, warum ist dieser Kragen aus Spitze? Ja. Und Mia die Antwort nicht weiß. Wie lernt sie ja? Ja, also im Prinzip ist es so, dass der sogenannte Intent, über wo sie was lernen drüber wollen, ist der Kragen. Und dann müsste man jetzt um 10 bis 15 Fragen speichern zum Kragen. Was hat er um den, die müsste ich quasi jetzt aufnehmen. Was hat er um den Hals? Was ist das Weiße da in der Mitte? Der Kragen, ist das eigentlich ein Schal? Und dann müsste man immer das mappen quasi zu dem Intent-Kragen. Das ist die sogenannte Intent-Recognition. Und der Raum der Fragen stellt eben ein neuronales Netz, der mappt das. Also so funktionieren diese Chatbots. Und dann können sie die Antwort geben und sagen, ja, das war eben jetzt ein Delfter Kragen, der war typisch im holländischen 16. Jahrhundert und so weiter. Und können dann was dazu sagen. Aber nochmal ganz kurz, die KI muss ja weiter lernen. Ist sie sozusagen an eine Ressource hinten angeschlossen, damit diese weiteren Informationen, die sie vielleicht am Anfang gar nicht hat, damit sie dann weiter lernen kann, passiert das in Realzeit? Ja, im Moment, sie können das eben händisch lernen, dass der Benutzer dann sagt, hat mir gefallen die Antwort oder ich will das und das wissen. Und sie sammeln die Fragen, was die Leute wissen wollen. Und wenn sie die Antworten können, dann trainieren sie das nach. Also das ist eben das sogenannte Supervised Learning, dass der Mensch und der Maschine das beibringen. Und dann gibt es eben auch bestimmte Art und Weisen, dass die Maschine auch bestimmte Dinge dann selbst lernt. Da wird jetzt mit jedem Jahr, wird also die Software intelligenter. Und immer weniger Menschen letztlich zwischengeschaltet, damit Mia noch immer noch kapazitärer, intelligenter in Anführungsstrichen etc. wird. Da braucht sie ja gar keinen ITler mehr dazwischen, wenn sie das alles selber macht. Ja, das ist noch, hat ja auch hier lange gedauert, das ist eben doch schon ein langer Prozess. Wahnsinn. Aber es wird eben auch bestimmte Fragen geben, die man vielleicht im normalen Museumsführer nicht hätte, dass man irgendwie eine Frage hat zum Schatten auf der Nase, irgendwelche sehr kleinen Details und dann pusht man sich daran. Ne? Oder wie war das Liebesleben von Rembrandt? Wie war da? Naja, würde man vielleicht bei der Arbeit jetzt nicht drauf kommen, aber könnte ja sein, dass Menschen sowas interessiert. Ich finde es total interessant, also, dass man könnte jetzt ja dann zum Beispiel in ein, zwei Jahren wird es möglich sein, das automatisch aus ihrer Frage zu extrahieren, Liebesleben Rembrandt. Und dann würde man da hinten einen Lebenslauf von Rembrandt dranhängen und dann würde die Software gucken, Liebesleben Rembrandt, dann sieht Liebe ist häufig auch Frauen und dann guckt er Liebesleben Frauen und dann nicht immer, kommt auch, nicht immer, aber ich weiß gar nicht, bei Rembrandt vielleicht. Ich glaub, der war interessante so Frage. Aber das bringt mich noch zu einer anderen Frage. Kunstvermittlung ist ja jetzt letztlich das Stichwort. Da nochmal geblieben oder auch nochmal zur Kunstkreation zurück. Dein Buch ist jetzt, ich will nicht sagen, wird nicht alt, aber es ist ja schon eine geraume Zeit her, dass du es geschrieben hast und recherchiert hast. Im Bereich der Kunstwerkentstehung und der Kunstvermittlung, was ist die nächste Zündungsstufe parallel zu Mia, die schon passiert im Moment? Also Interaktion, Publikum, Kunstwerk oder Kunstvermittlung. Gibt es da noch andere Beispiele, über die sich zu sprechen und nachdenken lohnt? Also die Vermittlung ist sicherlich momentan eines der interessantesten Anwendungsfelder. Mhm. Also so Beispiele wie Mia sind sehr interessant und werden an vielen Museen ausprobiert, wo sich eine Frage anschließt, die sicherlich den heutigen Rahmen sprengt. Aber richtig leistungsfähig wird so ein System ja dann, wenn es nicht nur auf ein Museum festgelegt ist, sondern absolut, wenn die Intelligenz, die hier erworben wird, ja auch dann in hundert oder tausend anderen Museen weltweit angewandt werden kann. Und das ist die Frage, wem gehören denn die intelligenten Daten? Gehören die der Sammlung in diesem Fall, der Deutschen Bank, oder gehören die IBM? Oder stellt die Sammlung die einem Pool von Daten zur Verfügung, in den auch andere Museen eingreifen können. Also das ist eine, glaube ich, nochmal eine extra Debatte. Außer der Vermittlung, aber sicherlich momentan immer noch in der Kreation. Es gibt so viele tolle Projekte, wo KünstlerInnen gerade künstliche Intelligenz oder Algorithmen oder maschinelles Lernen verwenden, um herumzuprobieren, was ist denn möglich. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Rollen der Kunst auch und der Künstler, um zu zeigen, was kann Technologie und um auch düstere Zukunftsvisionen zu zeigen, damit wir anhand dieser Visionen, positiv wie auch negativ, überhaupt diskutieren können. Was wollen wir? Wo stehen wir? Sind wir denn schon so weit, wie die Technik ist? Und so weiter. Und diese Aufgabe von Künstlern ist noch nicht beendet. Die werden wir in den nächsten Jahren noch viel stärker
erleben, dass eben die Technologie in Frage gestellt wird, indem sie benutzt wird. Vielleicht haben Sie noch eine Frage. Ansonsten, ja, bitte, bitte gerne. Wir haben noch ein desinfiziertes Mikro. Es ist ja viel von den Möglichkeiten gesprochen worden, die KI bietet. Aber es klang so in dem einen oder anderen Satz auch an, dass damit ja durchaus auch Gefahren verbunden sind, wenn die Möglichkeiten missbraucht werden. Gibt es Tendenzen in der Branche, die in Richtung Selbstbeschränkung gehen, wo man dann sagt, an der Stelle machen wir nicht weiter, weil die Optionen für Missbrauch, weil man die ahnt und das dann mit Absicht in Ruhe lässt, um nicht Tür und Tor für irgendwelche schädlichen Ambitionen zu eröffnen? Also da gibt es, ja, die gibt es, diese Tendenzen, und zwar momentan verschärft bei der Gesichtserkennung. Ja. Es gibt sehr viele Unternehmen, die mittlerweile sagen, sie bieten Gesichtserkennungssoftware oder auch die Datenbanken, auf denen die Software trainiert wurde, nicht mehr zum Beispiel der Polizei an, sondern diese Daten werden nur noch in ganz speziellen und sehr überwachten Feldern verwendet. Oder auch Unternehmen, die sagen, Gesichtserkennung darf erst dann wieder, unsere Technologie darf erst dann wieder angewandt werden, wenn die Gesetzeslage klar ist. Und die ist ja, also es gibt Staaten wie Kalifornien zum Beispiel, wo Gesichtserkennungssoftware in der Öffentlichkeit verboten ist. In den USA generell ist es wiederum anders geregelt. Es gibt einzelne Städte und so weiter. Also das ist ein sehr weites Feld, aber das ist zum Beispiel so ein Anwendungsgebiet. Und dann, das habe ich bei IBM gelernt, ohne jetzt Werbung für Sie machen zu wollen. Das stört aber auch nicht. Es geht ihm runter wie Butter. Es gibt ja auch technologische Lösungen dafür. Und das fand ich zum Beispiel ein interessantes Projekt, über das ich beim Wein danach noch mal was erfahren würde. Sie haben auch gerade ein Watson-Projekt gestartet, bei dem es darum geht, Biases, also Vorurteile, in KI-Systemen zu entdecken und zu entschlüsseln. Und das ist so eine technische Lösung, wie man jetzt, also wie man sozusagen kann, die menschlichen Fehler vorne, weil der Mensch die KI programmiert mit sogenannten Unconscious Biases, genau, mit unbewussten Vorurteilen, dann wieder durch die KI eliminiert. Genau. Naja, schöne neue Welt. Naja, aber noch eine Nachfrage dazu, zu der Frage. Ich wollte noch mal zu der Frage was sagen, weil das genau das ist, was die Menschheit eben gerade lernt. Welche Systeme will man und welche nicht? Mhm. Und es gibt Regierungen, die Partnership of AI, es gibt IEEE, das ist die größte Ingenieurvereinigung der Welt, die alle Papiere schreiben, ethische Designkriterien und Rahmenbedingungen für AI. Und meistens gibt es eben auch ein Kapitel, das sagt, das sind unkritische, kritische und sehr kritische Anwendungen. Und die sehr kritischen Angehen sollen verboten werden. Das ist ja Ihre Frage gewesen, wo ist Selbstbeschränkung? Und zum Beispiel sind jetzt eben Killer-Drohnen, dass sie also in eine Drohne, die fliegt, eben eine AI einbaut, die selbst entscheiden kann, wo sie jetzt hinschießt und was sie zerstört. Das zum Beispiel ist eine sehr kritische Anwendung, die man nicht will. Ne? So ähnlich wie zum analog zum Atomwaffensperrvertrag und so weiter, also zu den damaligen, wo wir Technik entwickelt haben, wo wir auch Technikfolgenabschätzung. Aber was ich interessant finde, ich hatte gerade ein anderes Podium, zahlt auch auf die Frage ein, da ging es darum, dass Deutschland zum Teil Technologien produziert, die an Schurkenstaaten exportiert werden. Dann ist die Gesichtserkennung nicht im eigenen Land, wir verbieten hier gewisse Sachen, aber damit landen Leute im Gefängnis, die aufgrund dieser deutschen Technologie eben dann dingfest gemacht werden. Aber nochmal ins Positive gewendet, vielleicht, wenn Sie keine Frage im Moment mehr haben, noch eine Schlussfrage. Und zwar würde ich gerne, dass ihr und Sie einmal in die Glaskugel gucken, in die Zukunft. Sie können sich ein Jahr ausdenken. Zurück zum kreativen und zum künstlerischen Bereich. Also anknüpfend auch an Mia. Was wäre denn so eine Wunschvorstellung im Sinne des Gemeinwohls, der Rolle von Kunst und Kultur, ja, auch durch alle Corona-Zeiten hinweg, ja, der Bedeutung, im Sinne des Zusammenschließend von KI, zugänglich machen von, was wäre da so eine Art von positivem Zukunftsbild? Hast du so eins? Gibt's das? Also das positivste Zukunftsbild jetzt im künstlerischen, kreativen, im kulturellen Bereich ziehe ich aus der Tatsache, dass das Metawissen, wir haben vorhin kurz über das Metawissen, das entsteht, wenn mehrere Museen die gleichen Befragungen ihrer Kunstwerke möglich machen, dass das Metawissen allen zugänglich gemacht wird, und zwar zu allen kulturellen Inhalten. Und da sind wir dann ganz schnell bei so einer babelschen Bibliothek, ja, genau, natürlich des Wissens. Und wenn man sich vorstellt, dass alles Weltwissen, zum Beispiel durch maschinelle Übersetzung,
allen Menschen zur Verfügung in stellt, allen Sprachen. In allen Sprachen zur Verfügung stellt, dann ist das natürlich ein ungeheurer kultureller Schatz, auf den man zugreifen kann. Ja, dann brauche ich nur noch den Chip von Elon Musk. Ich glaube, das Problem wird eher sein, dass die Masse an Informationen so gigantisch ist, dass man eigentlich nur als KI darauf zugreifen kann, aber nicht mehr als Mensch. Aber erstmal würde ich sagen, ist es eine sehr positive Vorstellung, die auch gar nicht so weit entfernt ist. Wir müssen nur schauen, dass sie eben, dass dieser Datenschatz und dieses Wissen nicht in der Hand von wenigen ist, sondern in der Hand der Allgemeinheit. Und ich finde, da sind wir auf einem guten Weg. Haben Sie auch so ein Bild von Wissensallmende oder so im Bereich Kultur? Ja, also wenn man jetzt positive Fantasien ausmalt, finde ich, ist das schon eine sehr gute gewesen, die Sie haben, dass man eben den Zugang zur Bildung, Kultur, Rembrandt, Literatur allen möglich macht. Man darf ja nicht vergessen, dass von den 8 Milliarden Menschen auch 4 Milliarden ja gar keinen Zugang zum Internet haben. Und dass wenn eben die Bildung steigt, dann fällt ja die Anzahl der Kinder. Das heißt, wir würden das Hauptproblem der Menschheit, dass es so viele Menschen gibt, praktisch lösen können. Und den Klimawandel. Wenn in Afrika, in Asien, überall, wo es eben sehr wenig Bildung und sehr viele Kinder gibt, das könnte man also sicherlich damit angehen, neben dem Effekt, dass ich auch viele andere Lösungen dann habe. Insofern Zugang zu Bildung, besserem Verständnis von Zusammenhängen, andere, das ist schon ein tolles Bild, was Sie ausgemalt haben, das ich auch gut finde. Vielen herzlichen Dank, lieber Dr. Hildesheim, lieber Holger Volland. Vielen herzlichen Dank für Ihr Dasein und Ihre Fragen und vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen. Vielen Dank ans Palais Populaire, dass Sie uns diesen Abend eingebrockt haben. Danke sehr.